Hallo meine lieben Leute, euer Glückszummer wieder am Start und herzlich willkommen zum finalen Part von Super Mario Star Road. Im letzten Part haben wir im Livestream alle, ja, nicht eingesammelten Sterne eingesammelt. Die ganzen 100 Münzsterne und die ganzen roten Münzsterne. Genau, und jetzt gehen wir noch nicht ganz ins Finale, sondern holen uns hier noch den letzten Stern, nämlich der Engine League. Und aus den Kommentaren weiß ich, dass der Stern nichts Besonderes ist. Ja, das ist angeblich genauso wie der erste Stern. Und diese Tür hier ist total irrelevant. Auch die Röhre da oben finde ich ein bisschen sehr schade, weil so grundlegend hätte ich die Idee ziemlich geil gefunden, wenn man wieder in den blauen Schalterpalast hätte gehen müssen, um dann quasi das Gift abzustellen. Aber okay, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Vielleicht wollte Skellox das machen, hat das aber zeitlich nicht mehr geschafft, beziehungsweise, keine Ahnung, der hatte wahrscheinlich keinen zeitlichen Druck, aber vielleicht ist das technisch nicht möglich gewesen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall super schade, dass auch diese Röhre hier nutzlos ist. Und wo ist der Stern? Oh, ist der schon hier? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der erste Stern war. Ich schätze mal hier, nö. Dann doch vielleicht ganz oben. Ja, da ist noch eine Box. Ja, ich glaube, da war der erste Stern. Und jetzt ist da auch der sechste Stern. Also, das finde ich ein bisschen schwach. Aber vielleicht ging das eben technisch nicht mit damit, dass die Welten quasi ineinander irgendwie einen Zusammenhang haben. Keine Ahnung. Wer weiß, auf jeden Fall haben wir jetzt 118 Sterne und jetzt können wir dann auch in die finale Bowser-Stage gehen und diesmal werden wir Bowser höchstpersönlich hoffentlich in den Hintern treten. Ja, mal gucken, wie der finale Kurs sein wird. Das wird echt interessant. Yo. Ich glaube, diesen Notblock, den lasse ich sein. Scheiße. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ja, der Fly Guy, der ist ziemlich nervig. Ja, Fly Guys sind generell hier in diesem Spiel eklige Gegner. Weil ich sagen muss, der ekligste Gegner ist wahrscheinlich die Biene gewesen, die mich da regelmäßig belästigt hat. Aber egal, jetzt haben wir 18 Sterne, die wir hier brauchen, locker erreicht mit 118. Und jetzt gehen wir in die finale Bowser Stage. Und wir sind in einem Space Raum. Sehr schön. Bowser's Rainbow Rumble. Perfekt. Und hier müsste es noch mindestens einen Stern geben. Zwei fehlen uns noch. Da oben ist eine Box. Und hier oben ist eine Box. Na, vielleicht sind das die beiden Sterne. Oder man kriegt... Es wäre ein bisschen komisch, wenn man hier zwei Sterne kriegen würde. Wäre untypisch, aber in einem Hack ist ja alles möglich. So, wir gucken einfach mal, dass wir hier schon durchkommen. Und nee, hier ist, glaube ich, nicht der erste Stern. Nein, das wäre zu einfach. Kann man hier auf dem Mond... Oh ja, ein Leben. Ja, schadet nicht. Nehme ich doch gerne an mich. Und ja, der Parcours, der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, muss man so sagen. Und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die am Start sind. Vielen Dank an alle Daumen hochgeber und immer an alle Kommentare-Schreiber. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir machen hier ein bisschen langsamer. Ja, sterben ist hier nicht drin. Weil einmal sterben, ja, einmal sterben, das ist in Ordnung wirklich. Theoretisch kann ich hier oben ja auch laufen, oder? Ja. Was nun leben? Hier ist nichts. Wo war denn die andere Box jetzt? Oh Gott, aufpassen und den Chuck hier weghauen. Den Chuck hier weghauen. Ganz, 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 ganz dringend. Und hier haben wir auch einen Regenbogen. Sehr gut, komme ich hoch. Oh, yeah. Okay. Da ist eine normale Box. Wo war denn die andere Box? Da hinten. Da hinten. Da will ich hin. Definitiv. Und das sieht ein bisschen gefährlich aus. Ich habe das Gefühl, ich muss hier springen. Irgendwo. Jawoll. Cooler Jump. Perfekt. Ja, das Finale
geht's hier nochmal ordentlich ab. Allerdings habe ich vorher gelogen. Das ist noch nicht der finale Part. Ich denke, ich werde das aufteilen in zwei Parts. Denn nach dem finalen Bowser-Fight gibt es noch Bonussterne. So viel schon mal vorweg. Und die will ich natürlich auch sammeln. Für 100% LP. Oh, hier oben ist ein Stern. Okay. Dann gehen wir dahin. Definitiv. Und vielleicht ist in der Box noch ein anderer. Mal gucken. Ich sehe das Feuer. Okay, jetzt sterbe ich gleich. Jetzt sterbe ich. Aber ich wollte eigentlich nicht hier sterben. Ist okay. Gut. So, da bin ich wieder. Und der hat vorhin den Input nicht angenommen. Oder die Rutsche ist einfach zu kurz. Alles klar. Ja, schneller A drücken. Dann funktioniert das auch. Und hier am besten nicht von dem Feuer getroffen werden und auch nicht runterfallen. Ja, jetzt werden hier nochmal eklige Sprünge verlangt. Aber es ist ja ganz cool. 1, 2. Jawohl, perfekt. Und immer schön 1, 2 machen. Sprungkick lasse ich, glaube ich, hier sein. Weil dann kann Mario ja nicht mehr an die Kante greifen. Ja, ist auch wieder so ein bisschen länger her, als dass ich Mario 64 gespielt habe. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein, nee. Aber bisher stelle ich mich ja ganz gut an, würde ich sagen. Und oh, vielleicht hätte ich den Chuck ja umbringen sollen. Ja, das weiß nicht. Ich hoffe, das rächt sich gleich nicht. Aber wir sind jetzt gleich beim Stern. Jawohl, und da ist er auch. Perfekt. Was hat diese Box hier zu bedeuten? Nix. Okay, gut, perfekt. 119 Sterne haben wir dann. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der Abzweigung wieder, oder? Ja, das machen wir. So, da bin ich wieder. Hier ging es zum Stern. Wir wollen jetzt allerdings zu Bowser, beziehungsweise zu den anderen Blöcken. Die hoffentlich auch einen Stern beinhalten. Mal gucken und nicht zu schnell sein. Das könnte im Endeffekt tödlich enden. Und was soll das? Random Wasserflammen! Wasserblasen! Oh mein Gott! Alles klar? Geht das Ding ganz rein? Das geht ganz rein. Eventuell kann ich mich da noch festhalten. Aber ich will das nicht testen. Nein. Wäre ich auf den Stern? Glaub nicht, ne? Nee. Sieht so nah aus, aber ich glaube, der ist ziemlich weit weg. Das lassen wir lieber mal sein. Würde ich sagen. Okay. Rutsche ich hier? Nö, hier kann ich laufen. Perfekt. Sehr gut. Habt ihr jetzt noch irgendwo einen Flyguy? Bestimmt. Oder so ein Sniffet. Ah, auf die kann ich eigentlich ganz gut verzichten. Aber ja, da kommen natürlich welche. Natürlich. Was haben wir hier? Münzen. Ja, Münzen brauche ich leider nicht. Ja, was ich mir auch noch vorstellen kann, da das Spiel ja weitergeht, kann es durchaus sein, dass wir mit dem finalen Bowser quasi den 120. Stern bekommen. Mal gucken. Ja, aber die Boxen, die sind so auf dem Weg, habe ich das Gefühl. Und ich glaube so langsam, dass ich hier nicht den 120. Stern kriege. Nee. Erstmal die ganzen Gegner hier wegtöten. Genau, die Box, die ist ja da oben. Ah, die ist nicht ganz so leicht zu erreichen, aber ein Stern. Das ist zu wenig für einen Stern. Aber im Leben kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und hier kann man immer nach wie vor super leicht abkratzen. Du stirbst mal ganz schnell. Perfekt. Sind wir da? Oh, ich glaube, wir sind da. Wir sind da alle. Sehr gut. Dann, Bowser. Let's go. Oh, keine Musik. Mario, ich hab dich gewarnt. Diese Welt gibt mir so viel Power. Du kannst hier absolut nichts ausrichten mit deiner lächerlichen Energie. Ich werde dich zerschmettern und dann wird das Mushroom Kingdom mein sein. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen. Oh, der Kampf sieht so ein bisschen aus wie der Mario 64 Fights mit vielen Flammen und sicherlich auch einer blauen Flamme, ja. Alles klar.
Aber das bedeutet, es gibt auch hier Geld. Und das hole ich mir und... So schnell ist er definitiv nicht im Original. Nee. Alles klar. Ja. Yeah. Der haut mich hier wirklich weg. Okay, komm her. Komm her. Komm her. Mach einen Salto. Ja, der macht einfach seine Attacken viel schneller als im Original, oder? Ich glaube schon. Und wieder Feuer. Ist nicht gut. Nee. Und ist der schwer geworden? Ich hätte doch viel weiterwerfen müssen. Ah, egal. Ich glaube, der ist schwerer. Oder auch nicht. Also, es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, der Bowser-Wurf. Wow. Bowser, lass das sein, bitte. Ja, zeig mir deinen Schwanz. Zeig ihn mir nochmal. Nein, nein, nicht. Macht wieder Feuer. Das ist nicht gut. Und jetzt. Haut ihr die Stage nicht kaputt? Okay. Da. Das finde ich gut. Oh, Beilung, blaues Flamme. Ah, shit. Aber es gibt wieder Münzen, es gibt wieder Münzen. Die brauchen wir auch ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Oh ja. Ja, schöner Final Kampf hier. Muss man sagen. Muss ich nur noch hier die Bowser-Würfel hinhauen. Ah, okay. Brr, mit voller Energie. Jawohl. Er haut sie direkt auf die andere Seite. Oh nein. Ich kann es gar nicht glauben, dass du mich besiegt hast. So, ja, mit dieser Superpower. Oh. Ich hätte dich eigentlich zerstören müssen, wie ein kleiner Käfer. Aber du hast doch nicht gewonnen. Nein, meine Truppen sind immer noch am Start. Ja, und solange du nicht 120 Sterne hast, bist du einfach ein Loser. Und ich hau jetzt ab, würde ich sagen. Genau. Ja, wir haben 119 Sterne und das ist der 120. Wenn das richtig ist. Nein, Teleport. Okay. Hallo Peach. Und wir haben hier schöne Mario Galaxy Musik. Oh Mario, du hast es geschafft. Du hast das Mushroom Kingdom gesichert. Yay. Wir müssen dir alle ganz großartig danken, Mario. Und versuch die anderen Powersterne zu finden. Je mehr du hast, desto mehr von Bowsers Truppen gehen hier weg, okay? Ja, mir fehlt immer noch ein Stern. Vielleicht ist der jetzt auf dieser Insel? Keine Ahnung, oder? Oh ja. Ja, ist der einfach, alles klar. Du bist hier neu, oder? Suchst du die restlichen Powersterne, Mario? Wenn du bereit bist und dann kannst du Bowsers Power da drüben greifen. Verstehe ich jetzt nicht. Aber wir haben jetzt 120 Sterne. Perfekt. Und wir werden wieder gebeamt. Ach so. Ah, wir wimsen hier hin. Okay. Jetzt ist wieder hell. Scheiße, hätte ich das gewusst, dann wäre ich nochmal ins Schloss gegangen, um zu gucken, ob ich da irgendwas hätte machen können. Aber nein. Aber jetzt kann ich hier entlang und hier gibt's noch eine letzte Herausforderung. Darauf könnt ihr euch freuen und es gibt noch weitere extra Sterne. Das holen wir uns dann alles im wirklich finalen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Danke für euren Daumen nach oben. Und falls jemand neu sein sollte, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann im finalen Part oder im nächsten Stream. Bis dann. Macht's gut. Euer Blöxtu und ciao. Fischi. Ah, Fischi.